Hallo, hier ist dein Pierre Frank. Der richtige Partner für die Seele. Oder genauer gesagt, der richtige Partner für deine Seele. Dieser Frage wollen wir heute ein bisschen mal nachgehen und uns anschauen, ja, wie funktioniert das eigentlich? Wie komme ich eigentlich zu dem richtigen Partner für die Seele? Der Wunsch nach einem Seelenpartner, den kennen wir natürlich alle. Aber wenn wir mal so unsere vergangenen Partnerschaften anschauen, dann sehen wir, dass obwohl ja am Anfang alles überschwänglich war und wir geglaubt haben, jetzt haben wir ihn gefunden, hat sich dann herausgestellt, nee, das ist gar nicht so. Da sind wir einem Trugschluss erlegen. Und da ist die einfache Frage ja, auf welche Weise bitteschön suchen wir denn normalerweise unseren Partner oder wie haben wir denn unseren Partner bisher gesucht? Und dann stellen wir fest, ja, aus einem gewissen Mangel heraus. Uns hat etwas gefehlt und danach haben wir uns gesehnt und dann haben wir erhofft, dass wir jemanden finden, der uns genau das liefert, der uns das anbietet, wo wir genau das finden. Also vielleicht Nähe, Intimität, Sexualität, vielleicht der Wunsch, ich will nicht länger alleine sein. Oder vielleicht haben wir uns nicht liebenswert gefühlt. Und dann kommt jemand und der gibt dir plötzlich das Gefühl, wie außergewöhnlich, wie wunderschön, wie liebenswert du bist. Und wir sind natürlich hellauf begeistert. Endlich erkennt uns jemand. Ja, in der Tat erkennt er uns. Aber wir haben ja einen gewissen Mangel, nämlich wir empfinden uns nicht als liebenswert und brauchen diesen Impuls eben von außen. Wir brauchen die Bestätigung von außen, dass jemand uns wundervoll findet. Ja, und wir wissen natürlich schon, das werden wir auch in der Partnerschaft nicht im Außen finden. Und deswegen ist es so, dass natürlich, ja, am Anfang entdecken wir endlich, ja, ich fühle mich auch geliebt. Aber dieses Gefühl wird nachlassen, denn wenn wir uns selber nicht liebenswert finden, haben wir also die Liebe in uns nicht ausgebildet und wir werden sehr bald sehen, dass in der Partnerschaft dieser Aspekt wieder hochkommt, dass wir entweder der Liebe unseres Partners nicht glauben, dass wir dem misstrauen, der kann ja gar nicht bei uns bleiben, also der Mangel wird sich wieder zeigen. Und gleichzeitig haben wir auch nur diesen Aspekt in unserem Partner gesucht. Und alles andere muss vielleicht gar nicht passen oder gar nicht zu unserem Lebensweg stimmig sein. Das bedeutet, ja, vielleicht schenkt er uns unglaublich viel Liebe, aber ganz viel anderes entspricht überhaupt nicht unserem Lebensauftrag, dem Sinn unseres eigenen Lebens. Und da sehen wir schon, der Seelenpartner, der kommt nicht aus dem Mangel heraus, sondern er kommt aus der Fülle. Das heißt, der Seelenpartner ist der Entsprechung unserer Seelenanteile. Und da ist natürlich die Frage, ja, bitteschön, was passt denn dann eigentlich zu meiner Seele? Wir können auch anders fragen, was passt denn eigentlich zu meinem authentischen Ich? Was passt denn zu meinem wahren Ich, also dein wahres Du? Wer bin ich denn eigentlich? Und diese Frage haben wir uns ja gar nicht gestellt. Und wer möchte ich eigentlich sein? Und weswegen bin ich eigentlich hier auf der Welt? Was ist der Sinn meines Lebens? Was ist mein Lebensauftrag? So, und wenn wir dieser Frage eher ein bisschen nachgehen, dann werden wir plötzlich ganz andere Werte entdecken, ganz andere Momente in unser Leben einladen wollen, als vielleicht ich bin liebenswert. Und da entdecken wir plötzlich, dass vieles, was wir bisher uns in einer Partnerschaft erwünscht und ersehnt haben, vielleicht gar nicht diesen größeren Bogen spannt. Also, was ist der richtige Partner für die Seele? Diese Frage stellt sich natürlich. Und wir werden sehen, die Seele hat immer einen ganz großen Wunsch, nämlich, dass die seelische Komponente sich ausdrücken darf. Und ja, die Seele benötigt manchmal dafür auch einen Seelenpartner, damit wir zu zweit vielleicht wirklich etwas Größeres erschaffen, auch nach außen wirken können. Und da sehen wir schon, dass die Sehnsucht der Seele immer in der Fülle ist. Da gibt es keinen Mangel.
Die Seele weiß bereits, wie wundervoll du bist, wie liebenswert du bist, wie außergewöhnlich du bist, wie groß du bist, wie fantastisch du bist, wie intelligent, wie clever. Also all das weiß die Seele bereits, denn du bist absolut richtig, du bist wundervoll. Und wir haben nur viele, viele Muster angenommen durch Erfahrungen, durch Erlebnisse, die diese Sicht der Dinge, also die wahre Sicht der Dinge eingegrenzt haben und wir plötzlich tatsächlich in einem beschränkten Rahmen uns erfassen. In Wahrheit sind wir absolute Fülle. In Wahrheit sind wir größer, als wir überhaupt ahnen und denken. Wenn wir uns jedoch mit dem Mangel identifizieren, suchen wir unsere Partner immer aus kleinen Momenten, wo uns gerade etwas fehlt. Vielleicht finanzielle Freiheit, vielleicht der Mut zu reisen. Vieles fehlt uns. Und dann möchten wir gerne jemanden haben, der uns dazu inspiriert. Und ja, dann sind wir immer abhängig von einem anderen Menschen. Und das ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist, hier in dir ist alles angelegt. Und wenn wir aber uns mit unserem Mangel identifizieren, mit unseren bisherigen Erfahrungen, mit unseren Beschränkungen, mit dem, was uns klein macht und unwichtig macht, wenn wir uns damit identifizieren, werden wir natürlich immer Menschen in unser Leben ziehen, die uns wieder zu diesem Punkt bringen, der vielleicht, jetzt sage ich mal in Anführungszeichen, repariert werden sollte, der transformiert werden sollte. So, und deswegen sind Partnerschaften, auch die bisherigen Partnerschaften, wenn wir glauben, wie konnte ich nur darauf reinfallen, sehr heilsam und sehr wichtig und sehr wesentlich, weil sie uns auf unseren Mangel immer wieder hingewiesen haben. Wenn wir aber jetzt einen Schritt weitergehen wollen und herausfinden wollen, wer ist denn der richtige Partner nun für meine Seele? Ja, diese Antwort kennst nur du und du kennst sie genau. Vielleicht weißt du sie in diesem Moment noch nicht bewusst? Vielleicht ist sie nicht wirklich hier, absolut vor deinem Auge. Aber du weißt, dieses tiefe Wissen ist in dir. Es ist in dir angelegt. In jeder einzelnen Zelle ist dieses Wissen angelegt. Wer ist der richtige Partner für deine Seele? Und wir müssen nur die richtige Frage stellen. Normalerweise fragen wir, wie finde ich jemanden? Wie finde ich jemanden, der mich liebt? So, ne? Finde ich jemanden, der liebt mich. Aber glaube ich daran, dass er mich liebt? Wie finde ich jemanden, der immer bei mir bleibt? Ja, vielleicht finde ich jemanden, der immer bei mir bleibt, aber vielleicht will ich gar nicht, dass der immer bei mir bleibt. So, und so weiter. Also wir sehen schon, wir fragen ganz oft aus dem Moment des Mangels heraus. Gleichzeitig fragen wir auch ganz oft, warum finde ich keinen? Nun, wenn wir so fragen, auch da kriegen wir Antworten. Wir gehen ganz gezielt der Frage nach, warum finde ich keinen? Kriegst du viele Gründe, warum du keinen findest. Du könntest auch fragen, wie finde ich einen? Und dann findest du viele Gründe, wie du jemanden findest. Das heißt, wir fragen ganz oft auch noch tatsächlich in die Verneinung hinein. Warum geschieht mir immer sowas Doofes? Ja, dann kriegst du viele Gründe, warum dir etwas Doofes passiert und du verstehst es, dass es richtig ist so. Warum bleibe ich alleine? Warum bekommen andere immer die besseren Partner? Wieso falle ich immer auf die gleichen Menschen herein? Und. Du kriegst tausend Gründe, warum das so ist. Aber das bringt dich keinen Schritt weiter. Es bringt dich keinen Schritt vorwärts. Weil deine Fragestellung geht immer in die Vergangenheit. Warum? Und dann kriegst du viele Gründe. Und danach richtest du auch deine Zukunft aus. Wenn du aber nun fragst, oder wenn du die Fragestellung so baust, dass es in eine Zukunftsrichtung geht, die du gerne haben möchtest, bitte schön nicht nur in einen kleinen Detailbereich, der gerade dein persönlicher Mangel aufzeigt, dann wirst du plötzlich tatsächlich auch einen größeren Bogen erfassen können. Und deswegen ist es ganz wesentlich, dass du einfach die Frage stellst, wer ist der richtige Partner für meine Seele? Wer ist der richtige Partner für meine Seele? Und wenn du dir diese Frage immer und immer wieder stellst, die nächsten Wochen, morgens, mittags, abends, immer wieder leise, wer ist der richtige Partner für meine Seele, wirst du Antworten bekommen. Und diese Antworten liegen nicht mehr im Mangel. Diese Antworten liegen nicht mehr in der Beschränkung. Diese Antworten liegen auch nicht mehr in dem Moment, in einer kurzen Zeitaufnahme, sondern die liegen im großen Bogen. Wer ist der richtige Partner für meine Seele? Und damit verbindest du dich plötzlich mit
all den Informationen, die in dir stecken, du verbindest dich mit deiner DNA, mit deiner Zellstruktur, du verbindest dich mit deiner Intuition, du verbindest dich mit deiner Seele, du hörst plötzlich auf die Sprache der Seele und nicht mehr auf die Sprache des Verstandes, der sagt, wir müssen dringend und mein Gott, der Mangel. Und du merkst auch sofort, wenn du dieser Frage nachgehst, wie du erhabener wirst, würdevoller wirst, größer wirst. Und deswegen ist es ganz wesentlich, indem du diese Frage immer und immer wieder an dich stellst. Die nächsten 14 Tage, die nächsten 3 Wochen. Und dann wirst du deine ganz persönliche Antworten finden. Wer ist der richtige Partner für meine Seele? Und diese Antworten sind ganz erstaunlich. Die können sich in ganz vielerlei Hinsicht zeigen. In Emotionen, in Bildern, in Sätzen, in Worten, aber in Impulsen auch, die von außen kommen. Und plötzlich wirst du feststellen, dass du dich für andere Sachen interessierst, dass dein Mind in eine neue, andere Richtung sich wandelt. Neue Dinge wirst du plötzlich wahrnehmen, dein Fokus verändert sich. Und dementsprechend auch deine Emotionen und dementsprechend auch wirst du merken, dass vieles in dir selber sich plötzlich in der Frequenz erhöht. Denn bisher hast du dich mit niederen Frequenzen vielleicht durch deine Fragestellung verbunden und plötzlich verbindest du dich mit einer wesentlich höheren Frequenz. Und dementsprechend wirst du auch immer mehr in andere wunderschöne Frequenzen einsteigen. Und dementsprechend baust du ein anderes Resonanzfeld auf und dementsprechend bindest du andere Menschen in dein Leben. Du sprichst andere Menschen an durch elektromagnetische Wellen, durch deine mentale Einstellung, durch deine Überzeugungen. Alleine mit der Frage, wer ist der richtige Partner für meine Seele? Und diese Frage stellst du gar nicht mal nach außen, sondern die stellst du für dich selber. Wer ist der richtige Partner für meine Seele? Stell dir diese Frage immer wieder. Und plötzlich wirst du merken, dass deine Zielsetzung eine andere ist, eine ganz große, kraftvolle, eine würdevolle, eine wesentliche. Und diese Power, diese Kraft bildet dir tatsächlich die Möglichkeit, neue, andere Dinge in deinem Leben zu erleben. Nochmal, wer ist der richtige Partner für meine Seele? Wer ist der richtige Partner für meine Seele? Stell dir diese Frage, so einfach ist es. Und du wirst Antworten für dich finden, innerhalb von wenigen Wochen. Und du wirst sogar sehen, dass dein Leben sich wandelt, innerhalb von wenigen Wochen. Und egal, ob du jetzt Single bist oder in einer Partnerschaft, du wirst sehen, dass beides sich wandelt. Es kann sogar deine bestehende Partnerschaft sich wandeln, weil du plötzlich in deinem Partner andere Dinge frequenzmäßig erhöhst und dementsprechend auch natürlich in dir. Also wer ist der richtige Partner für deine Seele? Nimm diese Frage mal ein bisschen und kreise mal mit deinem Verstand um diese Frage. Und dann wirst du sehen, dass sich vieles, vieles verändert. Ich habe es so gemacht, vor vielen, vielen Jahren. Ich habe mir diese Frage immer und immer wieder gestellt und die Antworten kamen in Bezug plötzlich eines anderen Menschen. Michaela kam in mein Leben, mein Seelenpartner. Also, wer ist der richtige Partner für deine Seele? Wenn das Video dir gefallen hat, bitte dann teile es mit ganz vielen anderen. Klar, stell dir vor, wenn jeder seinen Seelenpartner findet und dann plötzlich seinen Seelenauftrag nach außen tragen kann, dann haben wir ganz viele starke Menschen, Paare, die Gutes bewirken. Und plötzlich sind wir dabei, eine wunderschöne, bessere Welt zu erschaffen. Gib mir einen Daumen nach oben, wenn du magst, und abonniere diesen Kanal, dann machst du mir persönlich eine ganz große Freude. Und schreib in den Kommentaren, wie es dir geht mit deiner Seele. In diesem Sinne, alles Liebe. Denk dran, du bist deine Seele. Und wenn du dich mit deiner Seele wieder verbindest, verbindest du dich mit dir und damit mit deinem Seelenauftrag. Und damit zwangsläufig mit deinem Seelenpartner. Alles Liebe, dein Pierre.